und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War 2. Ja, heute werden wir die Infanteriedivision antesten und einfach mal schauen, wie spielt sich das Ganze jetzt. Jetzt, nachdem da alles Mögliche verändert worden ist, auf jeden Fall habe ich noch festgestellt, das habe ich gestern im Video gar nicht gesagt, man kann jetzt... Pass auf, jetzt kommt das Witzige, man kann das Bajonett extra ausrüsten und es gibt die Gewehrgranate. Das kann man inzwischen ab jetzt auf jeden Gewehr drauf machen. Und ja, mal sehen, halt, das Bajonett gibt's halt nicht mehr einfach so mit dazu, wie es vorher war. Ist genauso wie bei den MPs mit dem Schalldämpfer. Und ja, wir werden auf jeden Fall mal gucken. Wir haben nochmal Blitzkrieg natürlich mit dabei. Einfach nochmal ein bisschen, um das zu testen. Ja. Auf jeden Fall werden wir mal gucken, wie oder was wir damit machen und wie sich das Ganze jetzt spielt, nachdem das alles verändert wurde. Und ja, auf jeden Fall suchen wir jetzt ein Ründchen TDM oder so und dann sehen wir uns gleich im Game. Bis gleich. Ja, wir sind auf Gibraltar gelandet im Team Deathmatch und jetzt werden wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze jetzt so hier verhält und mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Vielleicht kacken wir vollkommen ab oder wir machen eine, also besser als vorher. Na komm, Junge. Verdammte Axt. Dann werde ich auch noch weggeballert. Ihr habt sie doch überall gesehen. Aber ich werde trotzdem weggeballert. Pass auf, dann schmeißen wir das Ding da rüber. Oh, Junge. Was habe ich denn hier für ein Team? Ja, man wird natürlich sofort gespawnt. Fred, was ist das denn? Ah, Alter, dieses Spiel, ne? Manchmal geht mir dieses Spiel einfach nur noch so... Ja, ich weiß, du hast mich gesehen. Ja, stell dich dahinter. Du dumme Sau, verreck doch einfach. Ja, von hinten. Alles klar, Motherfucker, Mann. Dein Ernst? Mit der scheiß M3, Alter. Gar nicht gut. Ja, Junge, warum schießt du da nicht weiter? Geh da erstmal weg. Das gibt's nicht. Also teilweise... nur Hitmarker, ne? Immer One-Shot, bevor sie tot umfallen. Junge, geh mir aus dem Schussfeld. Das gibt's nicht. Ey, ich krieg nur Assis. Was soll der Scheiß denn? Mann, Leute. Da ist noch einer. Ich krieg nur Assistenten. What the fuck? Oh, fuck, Mann! Man wird hier einfach nur komplett gespawntrapped. Das ist ätzend. Aus der Hüfte in deine Fresse, Junge! Alter! Ja, ich komm halt die ganze Zeit wieder, ne? Ah, Junge, ich gebe ihn schon voll in die Fresse. Ja, endlich mal. Endlich spawnt man mal woanders. Marke, dieses Spiel manchmal. Das ist echt kacke. Manchmal. Ja, man kann ja übrigens jetzt hier dauerhaft sprinten. Und hast du nicht gesehen, halt so ein... Scheiß Heckmeck. Ja, toll. Die kommt doch bestimmt auf mich. Wow, sie hat mich nicht getroffen. Sie hat mich nicht erwischt. Ja. Ey, das gibt's nicht. Ja, Junge, schieb mich doch noch mehr auf die Seite. Hammer heftig. Das gibt's alles nicht. Die hängen auch alle auf einen Haufen, meine Leute. So, pass auf, haben wir noch hier das Ding. Ich habe zwei davon. Oh, nice.
Kribbel. Nehmen wir natürlich gerne. What the fuck, den habe ich nicht gesehen. Lol. Warum? Ist hier hinten einer? Oder warum ist ich da vorne drinne? What's going on here? Also man hat auf jeden Fall die Streaks, die sind durch dieses Perk, dieses Blitzkrieg-Perk, sind auf jeden Fall besser. Wie man gerade gesehen hat, ich habe dadurch hier die Mollys freigeschaltet und man hat automatisch eine mehr anscheinend. Stirb doch einfach! Geh einfach mal ein Stück zurück. Ja, hab ich gesehen, Junge. Ich hab ihn nicht erwischt, oder? Ja, siehste, ich hab noch eine Molly. Da ist das ganze Team gerade hinübergegangen. Ah, danke, Teammate. Puh. Ja, war klar, Junge. Ätzend. Die machen echt viele Kopfschüsse. Warum bleibt der da hinten einfach stehen? Junge, die Gegner sind hier vorne. Nicht da hinten. Stirb einfach. Einfach abdanken. Ja, komm, Magger, stirb doch einfach nicht. Ernsthaft. Mit deiner Kackpistole, Mann. Schon wieder nur ein Assi. So ein Scheiß. Na los, komm, zeig dich. Ja, war klar, dass es nicht wieder war. War aber trotzdem gar nicht so schlecht, die Runde. Also gefühlt. Also ich hab die ganz schön weggesammelt zwischendurch. Halt, am Anfang war das halt so mit den Assistenten. Ja, diese dumme Sau, ne? Und damit kriegt ihr das Ding. Ich hab auch zweimal Triple gemacht. Zweimal oder einmal? Auf jeden Fall einmal mindestens. Und ich bin ganz oben mit 13 zu 13. Ernsthaft, Leute? Was habt ihr gemacht? Ja, alles klar. Was meine der Fub? Was? What the fuck? Was für 4000 Punkte. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge, Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und was dazu sagen, es spielt sich auf jeden Fall inzwischen komplett anders, das Spiel. Ne? Also, ja. Ich weiß nicht. Ich bin mir noch echt unsicher. Auf jeden Fall, wir sehen uns morgen in einer neuen Folge wieder. Und dann mit einer anderen Division. Auf jeden Fall, ciao mit V.